Jo, ja, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder einem weiteren Let's Play von The Bus. Auch da geht es weiter. Der Mercedes Citaro oder E-Citaro wurde ja released. Wir haben das Ganze in drei Varianten. Einmal als 12 Meter Bus, dann als Gelenkbus mit 3 Türen und als Gelenkbus mit 4 Türen, wie wir jetzt hier haben. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Und gucken uns das Ganze mal an, wie das alles so ist, ne? Also mal gucken, wo machen wir denn die Tür hier auf? Na, da geht's schon los. Ah ja. So. Joa, das sieht ja schon mal echt sehr, sehr gut aus. So. Das sieht ja schon mal echt gut aus. So, hier schön mit der Fahrerschutzscheibe. Ja. Gut, Lizenz haben wir anscheinend noch nicht da. Das kommt aber, denke ich mal, noch alles. Ja, nee, ist noch nicht da. Aber es wird, denke ich mal, alles kommen, weil es alles noch in der Early Aces ist. Und da würde ich sagen, steigen wir ein. Gucken uns mal alles an hier. Ja, das sieht doch recht in Ordnung aus, oder? Alles schön modelliert hier. Ja. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen auf den ersten Blick. Ja. Das ist doch mal schick gemacht. Ja. So, gucken wir mal. Hier. Verbrechen wie Mord, Raub oder Entführung. Der MDR-Podcast Die Spur der Täter erzählt wahre Kriminalfälle. Machen kurz mal die Musik ein bisschen aus, würde ich sagen. Radio. Machen wir aus. So. Sehr gut. Boah, so. Ja, ja, das sieht doch eigentlich an sich, denke ich mal, ganz gut aus. Hier haben wir auch wieder den Atron AFR4, also die neueste Generation. PIN. Was war denn das? 1, 2, 3, 4 oder was? Stand das nicht mal irgendwo hier, was der PIN ist? Ich habe das lange nicht mehr gespielt. oh cool, sogar der Abbiegersystem geht, ne? Da. Das ist cool gemacht. Kamera haben wir auch. Ja, auch sehr cool gemacht, ne? Wie war denn der PIN? Ich muss kurz mal nachschauen. Was soll denn jetzt hier? Ich kann nicht mehr. Ah ja, 18.05. Gut, oder auch nicht. Oh, Alter, wird mir schon wieder schlecht, ne? Muss da irgendwo dieser PIN stehen oder nicht? Drücke Start auf dem Bordcomputer. Oh, drück die Kursnummer ein. Ey, das ist hart. Hier steht's doch, Mann. 8875. Genau, 200. Ach schon, das war ja alles hier so einfach gemacht, ne? Wir sind noch nicht in Omsi. Genau, haben wir erreicht. Hi. Guten Tag. Ich hätte gerne ein Ticket. Bezahlmethode mit Karte. So, da müssen wir mal kurz gucken, wie das jetzt hier war.
Was will denn die überhaupt? 24-Stunden-Ticket. Ich hab's auf AP. Kartenterminal und so. Jo. So, da haben wir auch schon, haben wir jetzt Verspätung oder? Achso, warte mal. 8.30 Uhr, jo, 4 Minuten Verspätung, herrlich. Ah, das ist ja alles mit Tür zu machen. Boah, das sieht natürlich sehr geil aus, ne? Sehr schönes Fahrzeug, muss man sagen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Komme ich dann wieder in die Innenansicht hier. So. Oh. Ja, entschuldigt mich, wenn das Spiel am Ruckeln ist, ja. Ich habe halt kein High-End-PC. Na. Jetzt haben wir noch Scheiben schon angemacht, ich warte nicht mehr. Man muss ganz einfach machen, ist einfach so. Vielleicht sollte ich auch meine Motor starten. So. Alles klar. Moin. Moin. Ja, das ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Ne? Ich meine, das Dashboard wirkt ein bisschen klein irgendwie. Aber an sich ist Schmidt-Pode-Straße, Storkower Straße. Ist das cool gemacht, muss man sagen. Also alles schön modelliert. Ne? Konrad-Blenkle-Straße.
Ja, wie sagen, fahren wir noch zur nächsten Haltestelle oder was? Knipprodestraße, Danziger Straße. Let's play. Ich wollte das mal kurz noch ein bisschen zeigen hier. So. Also, dann gucken wir nochmal. Und ja, verabschiede ich mich. Würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Lasst da kein Abo da und Daumen oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.